Wertes Publikum, jedes Jahr brennen Küchen und das wäre nicht notwendig. Natürlich kann es passieren, dass Fett in einer Pfanne zu brennen beginnt. Das kann jedem passieren. Es ist nur die Frage, wie geht man damit um? Die meisten bekommen Panik, greifen zur Pfanne, wollen diese in das volle Waschbecken stellen, müssen es aber dann doch auf den Herd zurückstellen. Zwischendurch trifft sie dann die kleinen heißen Öltröpfchen auf der Hand und dann bewegt man die Pfanne zu schnell. Da bekommt die Trägheit ein Spiel, das heißt, das brennende Öl bleibt am Ort, nur die Pfanne bewegt sich. Und das heiße brennende Öl fällt dann auf den Boden und schwupps, die Küche brennt. Was macht man wirklich? Am besten im ersten Moment gar nichts. Meistens ist so wenig Öl in der Pfanne, dass der Brand nach ein paar Sekunden von alleine erstickt. Und auf alle Fälle kein Wasser, egal ob kalt oder warm, ins Öl gießen. Dann brennen auch die Vorhänge gleich mit. Schauen wir uns an, was passiert, wenn man versucht, Öl mit Wasser zu löschen. Viel Spaß. 3, 2, 1. Safety first.